Aktivieren. Junge, Junge. Gabelung des Drachenhügels. Ja, und was für eine Gabelung. Da unten ist ein Bär. Das ist zum Glück keiner von diesen Runenbären. Das ist das Einzige, was mich hier nicht völlig wahnsinnig macht. Aber ich finde schon wirklich krass, wie viel Schaden man mittlerweile einfach macht. Ich meine, gut, wir haben eine sehr hohe Stufe. Und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass es egal ist, welchen Bosskampf wir jetzt haben. Mit der Imitator-Träne da können wir das ziemlich cheesen. Einfach weil die so unfassbar stark ist. Drachenhügelhöhle. Oh oh. I have a bad feeling about this. Oh, wir müssen uns auch noch angucken. Wir haben ja Rykards Rune jetzt. Was wir damit kaufen können. Ach. Okay. Ich wette, der Bär fühlt sich richtig verarscht. Richtig verarscht. No! ...6000 Runen. Ja, den konnte ich auch nur schießen, sorry. Den hätte ich niemals töten können. Niemals. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Das war einfach der erste Gegner. Goldene Rune 12. Das war einfach der erste fucking Gegner dieses Dungeons. Das können sie doch nicht ernst meinen, oder? Das kann nicht ernst gemeint sein. Oh mein Gott. Am Ende ist es der einzige Gegner dieses Dungeons. Hallo. Ich will eure Übereinkunft ungern stören. Talisman des Ziegenbocks. Was tut er? Verstärkt euer Gleichgewicht.
Ziegenböcke haben eine besondere Verbindung zum starken, mächtigen und unerschrockenen Tragort, der heute noch ein schweigsamer Kamerad aller Krieger ist. Ist das eine Illusionswand? Nein. Hier muss irgendwo eine Illusionswand sein. Das war es nicht. Ey, yo, Leute, das war's doch nicht. Hier ist irgendwas. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Das kann es nicht gewesen sein. Answer me. Oh. Nein! Nein! Oh mein Gott! Und das Schlimmste daran ist, dass der Bär wieder da ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Da verrecke ich ernsthaft an so einem dämlichen Fuckwolf, weil ich es mal wieder nicht geschissen kriege. Ja, wir umgehen jetzt, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, den nochmal zu bekämpfen. Einmal reicht. Goldene Rune 8, verlorene Rune wiederherstellen. Ja, das wird dann irgendwo da unten zum Boss führen. Bestienblut. Ah, das wäre die Seite gewesen. Okay. Dann können wir da runter.
Was sind das für welche? Was sind das für welche? Och nö. Mensch von Farum Azula. Farum Azula war doch auch dieses Land, dieses Zerbröckelte da, ne? Hätte nicht gedacht, dass es Bosse sind. Flammendrachen-Talisman 2. Oh, das ist eine schöne Reminiszenz gewesen an einen der ersten Dungeons, die wir im Spiel hatten. Da gab es ein Bestienmensch von Farum Azula und wir haben den Feuerdrachen-Talisman 1 gekriegt, glaube ich. Also den normalen. Und jetzt haben wir den gekriegt. Oh, wir haben den plus 1 übersprungen damit. Sehe ich gerade. Okay. Ja, läuft, würde ich sagen. Irgendwie ziemlich cool. Aber die Imitator, also zusammen mit der ist das halt Piece of Cake irgendwie. Es fühlt sich auch, wie gesagt, echt ein bisschen falsch an. Und was man sagen muss, wir sind ziemlich gesegnet mit Runen hier in diesem Gebiet. Auch das ist ganz cool. So, gehen wir mal weiter auf Weisheit. Denn wenn das so weitergeht, dann müssten wir theoretisch, weil wie viel haben wir da gerade jetzt? Okay, 62. Es ist doch noch ein ganz schöner Weg, den wir gehen müssen, denn wir wollen ja auf... wir wollen Renalas Vollmond machen können. Das würde mich mal interessieren. So, da hinten geht es ja auch immer noch weiter und wir müssen auch noch... auf den niederen Erdenbaum. Das haben wir bisher jetzt auch noch nicht gemacht. Also wir gucken jetzt erstmal, was wir noch hier hinter haben. You piece of shit, ey. You little piece of shit. Wer hat dich beschworen? Aha! Aha! Lensturm oder Lennis. Passt so ein bisschen aus, als könnte man hier nur mit Sturmwind drauf, ne? Hier haben wir Radan bekämpft. Das erscheint auch wieder schon so ewig her, ne? Das ist echt Wahnsinn. Überlegt mal, wie lang das her ist, dass wir Radan bekämpft haben. 60 Folgen oder so? Länger, glaube ich. Das Spiel ist einfach so fucking huge. Erstmal ein bisschen vorsichtig hier schauen, was hier noch ist.
Hier scheint soweit nichts mehr zu sein. Das, wäre das jetzt der normale Weg gewesen? Ist das ein Drache? Das ist der Kadaver eines Drachen. Da ist ein Drache. Ja, und da drüben ist dann halt dieses Bestienrefugium von Gurang. Aber vielleicht sollten wir erstmal den Avatar besiegen, der da unten ja ist. Ich bin bereit. Stinkende Avatar. No. Oh. Gar nicht sagen, wie sehr ich die Scharlachfäule hasse. Das ist ja so ein Doppel. Jetzt macht er wieder den. Oh oh. 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 Oh. Dreifacher Angriff, ne? Nein, oh Mann! Ich dachte, er trifft mich nicht mehr. Sowas komplett Dämliches. Da fällt mir nichts mehr zu ein, weil das einfach nur komplett unnötig war. Ich habe Lorettas Bogen eigentlich nur rausgeholt, weil ich jetzt trollen wollte. Warum sterbe ich deswegen? Wie kann ein Mensch so dumm sein? Niemand weiß es. Niemand weiß es.
Sturmwind. Nein, 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 nein. Oh no. Die, you fuck. Komm mit. Stink in hell! Geht doch. Einundneunzigtausend Runen, opalene, verhärtete Träne, gesprungene Steinstachelträne. Das werden vermutlich ziemlich starke. Also das werden Tränen sein für eine ziemlich starke Variation des Gemischs, das wir anrühren wollen. Ah ja, hier hätte man dann so. Okay, okay. 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 Cool. Ja, hätte man jetzt zum Beispiel auch die Imitator-Träne mitrufen können, aber das wollte ich jetzt mal nicht. Ich will ja jetzt nicht jeden Kampf so ausfechten. So, und jetzt müssen wir uns noch eine Idee... Wir müssen uns noch was überlegen für diesen Turm. Irgendwie muss man hier ja auch raufkommen. Vielleicht muss man auf das Dach springen. Ey! Von hier aus jetzt irgendwo rein. Nee. Hier hätte man mal was lesen können, wie man das öffnen kann, diese Barriere. So, die ist jetzt aber leider weg. Das heißt, man hat wirklich keine Ahnung. Man muss sich das also... Vielleicht muss man die umrennen? Ich hab keine Ahnung. Oder ist hier in der Nähe noch irgendwas? Können wir hier irgendwas Auffälliges erkennen? Vielleicht irgendwas Unsichtbares?